Okay, die Axt greift sehr schön schnell an. Geiler, schwerer Angriff auch, ja. Und der Fable-Kunst. Junge, was da los? Okay, das ist so eine Art Blockangriff mit Fable-Kunst. Auch voll geil, dass man in dem Raum hier, ja, direkt hier, ne, das Mana bzw. wieder generiert. Wie heißt denn diese blaue Ressource nochmal? Weil die Axt macht ein Ding. Macht einen guten Eindruck. Huge Raid. We are human. Humans. Danke für die 2 Viewer. Danke, danke. So. Und wenn ich es jetzt richtig kapiert habe, wenn ich den Griff jetzt drauf mache auf mein Schwert, habe ich das Angriffsmuster der Axt. Weil das Angriffsmuster einer Waffe ist immer im Griff, richtig? Waffe montieren. Zack. Griff. Der Feueraxt. Oh. Waffe montieren. So. Testen. Auch so geil. Dicke Props, dass man die Griffe nicht verliert und hier einfach direkt das testen kann. Ah. Leider die Aufladefähigkeit ist leider nicht mit rübergenommen worden. Oh, schade. Schade. Aber der schwere Angriff ist dafür geil. Och, schade. Die aufgeladene Fähigkeit war sehr geil. Finde ich jetzt gerade wirklich Belasto, aber naja. So, und jetzt muss ich noch das Scaling ändern, oder? Griff ändern. Mit der Entschlossenheitskorbel können wir jetzt Entschlossenheit und B-Scaling machen. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht irgendeinen Scheiß, aber ja. Ja, mit der Axt habe ich mehr Schaden gemacht, weil ich ja jetzt hier das Scaling verändert habe. So, jetzt mal gucken. 204. Habt ihr die Zahlen im Kopf? Macht es jetzt so mehr Damage? Weil das Angriffsmuster ist schneller gefühlt. Kannst du dir vorstellen, dass ich 20 ich verfolge, seitdem ich 10 bin? Oh, Bruder. Weiß jetzt nicht, ob die Videos das Richtige für einen 10-Jährigen waren. Huch. Aber ja, freut mich auf jeden Fall, wenn du schon so lange am Start bist. Ich finde es sehr schade, dass der aufgeladene Angriff nicht dabei ist. Da wäre ich ja ein richtiger Happy Tricks. Okay, wir brauchen immer noch einen Sichelmondstein. Aber jetzt haben wir einen A-Scaling auf unserer Waffe, das heißt, die Stats werden besser verwertet. In der Theorie steigt trotzdem nur plus 3. Schmutz! Ein bisschen Leben. Mein Bruder hat mir deinen Kanal gezeigt damals. Ja, früher war das ja auch nicht hier irgendwie mit Algorithmus und alles auf YouTube, ne, sondern eigentlich haben YouTuber, ja, neue Leute größtenteils nur durch Startseite erreicht und Mundpropaganda. Ja. So, da vorne war ja Sackgasse, richtig? Ich hoffe jetzt, das war jetzt eine gute Entscheidung mit der Waffe, weil ich bin gerade eigentlich gut klargekommen mit dem Schwert. Wie finde ich das Spiel bis jetzt? Richtig geil. Okay, der Boss hier bleibt tot. Ah, ich habe da sogar eine Treppe. Schau mal.
oh ja, seht ihr, wie viel Damage? Und viel schneller greift die an. Boah, huge! Hey. Hey, was soll das? Ach komm, Scheiße. Ja. Also pro Hit macht sie mehr Damage und greift deutlich schneller an. Crazy shit. Alten Videos sehr lustig, aber ich finde, dass du gut gereift bist. Ja, bei einem Jahrzehnt, ne? Kann man das auch verlangen. Kann man das auch erwarten. Danke auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Gut, dass ich da nochmal geguckt habe. Kann ich das Rohr runterlassen? Kann ich dann darüber steppen, oder? Weil ich mir Lords of the Fallen hole. Ja, natürlich. Das werden wir auch ausgiebig spielen. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe. That fit. Idioms, you know? Accidenti. I have to stop them. Unsere Waffe hat jetzt keinen Feuerschaden, oder? Nee. Okay. Hätte wahrscheinlich bei dem Gegner nicht so viel Damage gemacht. Sehr schnell tot. Versteckter Mondstein. War ein guter Tipp mit der Waffe, Chat. Ich habe auch, ne, wie gesagt, ich habe eine Sekunde mal bei Chris im Stream reingeschaut. Und der hatte... Sah aus wie ein Speer. Sah aus wie ein riesiger Speer hatte der. Mit einer Schwertklinge so vorne dran. Sah auch sehr geil aus. Haben wir nicht auch vorhin mit einem Händler nicht gequatscht? Go easy now. No need to kill me. Hold on. Geppetto's a friend. I'm fine. Please. Help me find my butler, Pulci. Those stalkers were supposed to be working for me, but... well, my butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella... The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an... Before all this... this chaos... Fuoco was the puppet in charge of the furnace. Fuoco suchen wir. But he changed. I'm told he's still building. Haben wir den vielleicht schon getötet? Come to be. Before all this this chaos, Fuoco was the puppet in charge of. I'm told how did this nightmare come? Okay, Chat, ihr merkt euch. Der war für die Öfen zuständig, also ich merk's mir ja auch, ne? Für die Öfen war er zuständig und Fuoco heißt er. Den suchen wir. Ich hoffe, die ganzen Notizen muss man nicht lesen für ein Platin oder so. Ach, hier sind wir jetzt. Das war ein Shortcut. Jetzt schau mal, der Dämon. Die bleiben echt tanky. Ja, der Damage ist schon ordentlich. Den lassen wir noch ein bisschen warten. Chat, nicht so viel Backseat Gaming. Sonst werden die Mods irgendwann den Bannhammer. Ganz locker sitzt der bei denen. Teilweise.
Und die haben immer gute Laune, aber irgendwann kracht da auch auf euch nieder. Wenn es übertreibt mit dem Backseat-Game. Bei Reapers kriegt ihr einen Timeout, wenn ihr einen Backseat überhaupt daran denkt, kriegt ihr einen Timeout. Und wenn ihr wagt, euch in den Chat zu atmen, gibt's direkt einen Schuss ins andere Universum. Geil. Ja, ich kann nicht aufstehen, du Fickfotze, du! Chillig. Mann, dass ich auch so komisch hier auf der Leiter kämpfe, Mann. Das macht mich gerade sehr sauer. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ah, das Timing hat wieder nicht gestimmt. Na klar. Aber wenn der mich jetzt noch tötet, werde ich sehr sauer. Das wird gleich hier die Explosion. Aufladen, aufladen. Bumm! Gott sei Dank. Was war denn das für ein Krampf, Mann? Am Anfang voll clean und dann Pepega. Einfach die Position war scheiße, auf mit der ich gekämpft habe mit dem. Ein HP und kein Heal mehr. Zack. Euch Spiel bis jetzt empfehlen kann? Absolut. Macht super Laune. So wie ich gehört habe, Preis-Leistungs-Verhältnis, das Spiel ist auch sehr groß. Also, das Angriffsmuster macht richtig Laune. Technikkurbel. Noch eine Kurbel. Technikkurbel, wie der Name schon sagt, verändert dann unser Scaling der Waffe auf Technik. Oh, nee, ne. Ob ich es leichter als Sekiro finde? Ja. Bis jetzt. Bei Sekiro ist es halt so, du musst dieses Parry-System lernen gegen die Bosse. Und du hast ja immer nur deinen Standard-Katana und am Anfang auch nicht wirklich viel Auswahl bei deinen, ja, weißt schon, bei deinen Modulen. Die unterstützen dich ja nur im Kampf und machen ja nicht mal annähernd irgendwie Damage. Nur minimal, wenn überhaupt. Zum Beispiel die, weiß schon hier. Feuerwerk, ne, gibt dir meistens einen Free-Hit auf den Gegner, aber das rettet dich auch nicht. Deshalb Sekiro ist schon deutlich schwerer. Wenn du aber irgendwann das System von Sekiro hast, drinne hast, dann kann es sein, dass du bei... Dann kann es sein, dass du bei Sekiro richtig schnell Erfolge feierst. Aber die Bosse bleiben immer sehr schwer. So, nice. Na, also. Okay, das ist der neue Nachteil der Waffe. Ich bleib öfters an Objekten hängen.
Habt ihr einen Outfit-Wunsch-Chat oder soll ich mit dem gefundenen Outfit hier erstmal weiterspielen? Finde ich gerade eigentlich gar nicht bad. Den. Nackig. Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Man muss was anziehen. Man kann es nicht ablegen. Gibt's Bikini? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Outfit finde ich geil. Dann in der Cam eben. Ah ja. Müllgame. Baxter, weil ich mich jetzt nicht nackig machen kann oder was. Oh, Bossraum, wie geil. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf den Boss. Woo. So ein Boss, der mich jetzt richtig, richtig verprügelt. Einmal übers Knie legen und mir den Puppen versohlen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, ja. Mach auf, Final. Ein Schritt brennt, Bro. Der sieht aus, als könnte er schießen. Kannst du schießen? Perfekt nicht getroffen. Fängt er gut an. Nice erster Try auf jeden Fall. Da gehen Grüße raus. Der macht ganz schön Damage. Huch. Die Waffe habe ich in dem Gebiet gefunden. Es gibt so einen Tunnel, da rollt so eine Feuerkugel dir entgegen und da am Ende hast du eine Kiste und da findest du die Waffe. Die Axt. Sprachausgabe ist Englisch. Danke auch wieder für den Support hier im Stream. Gerne mal kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer. Hier gibt es immer viele Story-Games. Auch sehr viele Souls-Likes. Wenn ihr den Run von A bis Z anschauen wollt, in saftigen 2K, also deutlich bessere Qualität wie noch auf Twitch. Checkt meinen Electric Story Games Kanal ab. Mein Cutter schallert euch da die Parts ab morgen hoch. Wahrscheinlich daily 2-3 Parts, weil das aktuell das einzige Projekt ist. Ja, Nagato fühle ich. Fühle ich, feiere ich deinen Kohl. Komm, ein bisschen Leben. Der Boss hier macht gerade dolle Aua. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf den Boss. Geil. Sonst bin ich immer so, oh nee, Boss. Huch. Gerne später, aber jetzt habe ich gerade richtig Bock auf den Boss auch. Abonnier dich nächsten Monat, bin zu broke. Sorry. Hast du Glück gehabt, Digga. Dafür gibt es eigentlich Bann. Kappa. Nein, alles gut. Einfach hier genießen den Stream. Auch ohne Support, ne? Support, also was heißt ohne Support? Support ist kostenlos, ein Follow und einfach am Chat teilnehmen. Das ist auch schon sehr, sehr viel wert als Streamer. Okay, der Lebensbalken ist wieder sehr lang. Kann sein, dass gleich wieder Kaisar im Chat spawnt und deshalb shit-talkt. Nur weil die Geek-Brille immer zu den Bossen durchrusht, keine Ressourcen farmt und deshalb keine Ressourcen hat, mich auf upgraden. Shit-talkt der mich immer. Okay, wann soll ich da blocken? Das ist hoffentlich
checke ich gleich noch. Irgendwas sagt mir, dass die zweite Phase bei dem gar nicht witzig ist. Oh Gott, der macht ja so Damage! Wahnsinn, zwei. Weil hungrig. Holt erst so lange aus und dann macht das voll schnell. Ich sehe nichts! Kamera! Danke! Props! Irgendwas hat mich auch blockiert oder das war sein Buddy. Ja, Schmutz. Wie kann man springen? Sprinten, linker Stick reindrücken. Aber sprinten braucht man fast nie. Außer jetzt da, wo ich auf dem Balken oben rumgesteppt bin. Aber die Waffe macht gut Damage. Ah, der Gegner auch. Versuche jetzt gleich mal, wenn er dieses rote, den roten Sturmangriff macht, im letzten Moment. Guck, so kann man springen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der wieder anfällig ist für Blitz. Wir haben eine Blitzkorbel haben wir, beziehungsweise Blitzaufladung. Oh, wir haben ja unseren Arm noch. Ich geh rein! Oh, ich hab's geschafft. Gott, was passiert jetzt? Och nein. Ich wusste, er hat Fährkampf. Ich hab's gewusst. Ah! Der war doch gerade groggy und ich habe eigentlich den Angriff gemacht dafür. Scheiße. Gott. Nein. Was muss ich da machen? Weglaufen einfach? Och, come on, Bro. Es ist alles voll. Ich glaube, nicht alles ist voll am Boden, aber alles um ihn rum. Feuerbrunst auspusten. Leider beherrsche ich nicht hier Ruffy, ne? Einen riesigen Kugelbauch machen und dann mal ordentlich das ganze Feuer wegblasen. Welche Anfängerklasse? Stärkeschwert. Das dritte. Ist es das dritte? Ja. Aber vom Damage her, muss ich sagen, war ich gerade zufrieden. Jetzt haben wir nur leider die eine Blitzkorbel. Auch, aber ich versuche mal gleich auch unseren Blitzarm, was der macht. Ich wusste, er hat Fernkampf.
schwierig. Bro, wie soll man denn den Groggy bekommen? Ach so, ja dann. Scheiße, wieder los. Muss nicht sein. Aua. Ach, das kannst du auch noch. Cool Story, Bro. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Munitionsprobleme kennt er auch eher nicht so, ne? Ist das ein Öl? Oh nein. Was soll man dagegen machen? Dass er mit der Scheiße immer trifft, ist ja wirklich eine Oberfrechheit. Kann man springen in dem Spiel? Ja. Aber im Bossfight eigentlich eher unnütz. Also, dass der mit diesen Schüssen, der hat Aimbot. Der hat voll das krasse Tracking. Der trifft immer. Na, schon frech. Ich habe gerade versucht hinter die Säule wegen Feuer. Aber ich wurde trotzdem angezündet. Aber vom Damage her, ich glaube ein Drittel Leben hatte er gerade noch. Oder hat er mehr? Ah, ich darf nicht so gierig sein. Das darf ich nicht abbekommen. Wieder zu gierig. Muss ich mir abgewöhnen. Ich mach das Spin to Win. Oder denkt er ist Garen? League of Legends. Jetzt ist wieder. Also das Groggy ist echt nicht lang bei ihm. Lie or die. Game ist sehr geil. Game ist sehr geil, Chat. Der macht wirklich sehr krassen Damage. Aber ich versuche es mal nicht so gierig. Diesen Punch von oben, den darf ich nicht immer kassieren. Weil der ist so ein langsamer Angriff. Lieber nicht immer auf Krampf versuchen 2-3 Hits, sondern mal hier und da nur ein oder zwei. Immer der Tod in Souls-Likes, wenn man zu gierig ist. Ich muss mal meinen Elektroarm benutzen.
ja, der macht gut Damage. Mann! Das darf doch nicht treffen, Bro. Fast hätte ich Groggy durchbekommen. Schade, schade, schade. Flammschleifstein. Oh, so Herzraten. Okay, man muss ganz dolle an ihm kleben auf Kuschelmodus. Dann trifft er mit diesem Kanonending nicht, ne? Feuerschleifstein. Mal schauen, ob es in der Werkstatt was gibt. Haben wir Quarz bekommen? Kein Quarz, oder? Kein Quarz! Ja, war ein cooler Boss. War ein cooler Boss. Kein Quarz. Ergo Flamme des Königs. Drei Main-Bosse schon. Eloquenz, was geht? And my savior. Glad to see you made it. Felicitas salutation. Behold, when I broke all my life, but today, Kratz helped me join Veni. Wir suchen ja immer noch seinen. There you are, my boy. Seinen Mitarbeiter, without ne? The factory, no more new puppet. Ah, but listen to me going on and on about my concern. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, it's a grinder stone that keeps granting special attributes. Spezieller Schleifstein. Du kannst einen speziellen Schleifstein auf einem Schleifer ausrüsten. Es gibt verschiedene Arten von speziellen Schleifsteinen, die deinen Waffen unterschiedliche Effekte verleihen. Das gibt's auch noch? Digga, wie geil! Du kannst die Effekte nur einmal im Kampf verwenden. Ah, Schmutz. Es lädt sich allerdings wieder auf, wenn du einen Stargazer besuchst oder dich dort wiederbelebst. Wie rüstet sich das aus? Den Aal? Hier nicht.
Das Game wirft einen immer wieder ein Leckermäulchen hin. Ah, hier, Schleifstein wechseln. Erfüllt vorübergehend die Waffe mit Feuer. Ausrüsten den Aal. Hoppala. Habe ich jetzt Feuer drauf? Nee, oder? Hä? Check. L1 plus Viereck. Ach, beim Blocken stand ja dran. LOL! Aber der normale Schleifstein bleibt bestehen und ich kann weiterhin meine Waffe healen. Oh mein Gott, ist das eine geile Mechanik, Digga. Und das ist es, worauf es ankommt, Chat. Das sind diese Mechaniken, die alle nach und nach freigeschaltet werden, ineinander greifen, immer wieder so dieses Wow geben. Ich hab Bock, weiter zu zocken. Geil, das macht mich wieder stark. Wenn ich es richtig nutze, habe ich einen Vorteil. Wenn nicht, werde ich in den Arsch gefickt. Ja. Geiler Scheiß. Jetzt haben wir einfach, ohne dass unsere Waffe eine Feuerwaffe ist, die Möglichkeit, Feuer auszulösen. Und Feuer sind im Spiel echt stark. Ne? Geiler Scheiß. Drei Level-Ups können wir uns leisten. Ich finde, Leben habe ich jetzt mittlerweile eigentlich genug, auch wenn der Boss ordentlich reingeknallt hat. Ausdauer. Ach komm, wir machen einfach eins Ausdauer, eins Leben und eins in Stärke. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann einfach so, ne? Ey, es macht fucking Laune, das Game, Chat. Wahnsinn. Ich wusste, es wird ein Banger, aber dass es so ein Banger wird, hätte ich nicht gedacht. Geiler Scheiß. Todesgewisper, danke für den frischen Prime und Nash Bash, danke auch für den frischen Prime. Willkommen. Hood hier noch mit einem Fünfer am Start vor 3 Minuten. Ja, mir geht's wieder deutlich besser, Bruder. Danke der Nachfrage. Kopf hoch, wird bei dir auch, glaube ich, fest dran. Danke dir für die Doni. La Chris, danke noch für den frischen Prime. Und Weku, danke für 8 Monate im T2. Noel, danke auch noch für den frischen Prime. So, wir suchen ja immer noch diesen Mitarbeiter, ne, von dem einen. Hätte von FromSoft sein können. Ah! FromSoft Games sind immer noch einfach nochmal eine andere Liga, Bro. Aber es, bis jetzt macht das Game einen absolut super Job. Will ich da jetzt gegenschlagen? Ja. War klar. Feuerkanister. Hätte ja auch was anderes passieren können, Chat. Einfach mal ausprobieren, den Aal. Wir haben immer noch nicht den Kugeltyp da besiegt, ne? Oh, die Waffe ist so schön schnell und so schön stark. Die macht wirklich super Laune, die Waffe. Geiler Scheiß. Ich glaube, bevor wir hier weitergehen, machen wir erstmal den Kugeltyp kaputt, oder? Elden Ring nochmal eine andere Hausnummer. Sowieso Elden Ring allein von der schieren Größe des Spiels ist eine andere Liga. Und da muss erstmal auch aus dem eigenen Hause FromSoft, da muss erstmal wieder ein Titel hinkommen, Bruder. Elden Ring ist da wirklich, hat da ganz hohe Maßstäbe gesetzt, was die schiere Größe und Vielfalt des Spiels angeht, ne? Was, hier oder hier? Wenn du dich portst, siehst du manchmal Symbole, da sind die Quests. Ja, ich habe da drauf geachtet. Warte mal, nochmal anreden. Hier ist kein Symbol. Und Hotel Craft wird uns da ein Kopf angezeigt.
weil die Quest am Laufen ist, glaube ich. Oder? Sprint das richtig durch das Game. Ich weiß nicht, ich komme echt gerade gut zurecht. Tatsächlich, dass ich in der Beta mit dem Parieren manchmal so Schwierigkeiten hatte, lag, glaube ich, auch am sehr durchgenudelten Controller. Ich habe jetzt einen anderen Controller. Ich glaube, da ist der Knopf einfach nicht so broke. Oder die haben es ein bisschen verbessert. Da oben wäre ein Shortcut gewesen. Schade. Ich komme jetzt nicht mehr hoch, ne? Okay, wir reden mit dem Bree noch im Hotel, aber ich habe da mit ihm geredet, oder war das ein anderer? Wird Zeit wieder für einen Outfitwechsel. Jetzt fühle ich wieder die Kaiser-Brille. So. Hier bei der Gift-Happy, oder? Hier war Sackgasse, ja. Den Esel. Esel machen wir später nochmal. Hier waren wir auch. Ah ja, hier ist übrigens die Feueraxt, ne? Weil jemand gefragt hat von euch. Hier den Tunnel bis ans Ende laufen, wo diese Kugel kommen. Da liegt die Feueraxt in einer Kiste. Die wahrscheinlich auch als Waffe selber auch sehr gut ist. Aber ich habe den Griff jetzt benutzt. Eselhut-Magic! Lel. Denkst du, dass man sich später neu skalieren kann? Habe ich den Chat schon gefragt, ja. Die Frage ist aber auch, ob man diese Quarz, das Quarz-Item, ob man das auch nochmal resetten kann. Also das, was man bei Helmeppo, heißt das so? Chipeppo? Helmeppo war One Piece. Lel. Dass man das resetten kann. Oh, du Schwein. Bro, ich finde gerade nicht den Roboter. Wir hatten doch auch einen Shortcut geschaltet. Es hat jetzt auch Klick gemacht. Jetzt weiß ich wieder. Da, wo wir... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, moin. Die Leiter. Bin mal gespannt, schalten wir den Shortcut noch frei. Aber fühlt ihr, Chat, dass man Ausdauer beim Sprinten verbraucht, ist so ungewohnt. Ungewohnt. Neuer YouTube-Kanal. Das war halt in Elden Ring so super geil. Würde ich auch sagen, müsste in jedem Souls-Game Standard sein. Jetzt hier oben? Oh, der Bannhammer. Der Timeout-Hammer glüht bei Zipfel. Ich glaube, Zipfel spielt die Timeouts heute noch auf Platin. Ich finde den scheiß Roboter nicht, Mann. Oh doch, hier ist richtig. Hier ist es, oder? Man muss sich erst immer ärgern, Chat. Guck. Erst muss man sich immer ärgern. Leider immer noch ein Giftteppich. Wisst ihr übrigens, was ich an diesen Fable-Angriffen auch sehr geil finde? Das habe ich auch vorhin beim Boss benutzt. Ich hatte keine Ausdauer mehr zum Angriffen, aber die Fable-Angriffen verbrauchen keine Ausdauer, sondern nur das Blaue, diese blaue Leiste.
Ich hätte gerne ein Amulett für mehr Ausdauerregeneration, das kann ich toll finden. Au. Aua. Alter, macht das Damage. Geil. Oh, Alter! Wenn man... Oh, den Quarz! Ich bin's! Quarz-Tim! Geil! Klinge einer... einer Booster-Glefe? Oh, ich hab den Feuerstein nicht benutzt. Aber ich denke mal nicht, dass der blitzanfällig wäre. Nicht feueranfällig ist, oder? Wahrscheinlich eher... blitzanfällig. Ups. Ja, ich wollte jetzt den letzten Element-Pot da nicht benutzen, Digga. Ja, moin. Das Leiter hochkraxeln war zu anstrengend. Einfach abgenippelt oben. Halbe Shidori mit dem Arm. Echt strong, Mann. Ich denke, an dem Damage hat man schon gesehen, dass er blitzanfällig ist, ne? Guck, haben wir doch direkt den Hall. Zack. Hier gehen wir nochmal zum Hub. Ist das Game schwer? Es geht. Bis jetzt hält sich's in Grenzen. Tatsächlich. Wie ApoRed's Glaubwürdigkeit. Hier und da ein Boss hat mich schon mal ein bisschen durchgereicht, aber bis jetzt komme ich gut durch. Aber ich glaube, das Spiel wird noch anziehen. Kann man porten, ohne Seelen zu verlieren? Ja. Das ist ein unendlicher Heimatknochen quasi. Mein Tipp ist, Chat, wenn ihr kämpft, passt auf, wenn ihr kämpft und einen Block machen wollt für einen perfekten Parry, tippt den Parry bzw. den Block nicht nur an, sondern wenn der Damage vom Boss reinkommt, timet es so, dass ihr einen perfekten Block habt, aber haltet die Taste dann, dass, falls ihr misstimet, wenigstens den Damage reduziert. Das funktioniert nicht bei diesen mega starken aufgeladenen Angriffen, die hauen euch meistens immer dann auf den Boden. Und bei den roten Angriffen, da braucht ihr perfektes Timing. Aber so kriegt ihr dann deutlich weniger Damage von den normalen Schlägen der Bosse rein. Und dann könnt ihr, wenn der Schlag reingekommen ist, könnt ihr mit ein, zwei Hits viel Leben wiederherstellen. Buongiorno. And welcome to the Buongiorno. House of Vanini. I am Master Vanini's Major Domo. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality. I am certain you will be able to find some. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Ach, der verkauft Kurbeln? Aber nur einmal. Aber für einen Schnapper! Für einen Schnappo! Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Einfach Elektroblitz-Schleifstein. Puffpeng für den Düsenjäger gekauft, das ist ja geschenkt.